Jo Freunde, willkommen zurück zu Hearthstone. Weiter geht's mit der Menagerie, den Curator, den Roboter, der halt auf die ganzen Murlocs und Drachen und Wildtiere aufpasst. Den haben wir schon in den Pfannen gehauen, war sehr, sehr easy. Rexas Traum, um genau zu sein, weil, ja, sein Face hat Taunt. Genau das, was Hunter sich eigentlich immer erträumt. Trotzdem haben wir es mit Medivh gemacht. Und jetzt geht's weiter mit Nightbane. Ich weiß, dass dieser Boss unfassbar einfach war. Ich kann mir jetzt zwar nicht vorstellen, dass er noch einfacher war als die Hexe, weil die Hexe war echt geschenkt. Also in 5 Minuten hatte ich die, glaube ich, in beiden Modi besiegt. Aber ja, sehen wir mal. Der Kurator entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten. Bitte helft, die Kreaturen einzufangen. Genau, den Curator haben wir ja wieder repariert und der hilft uns jetzt sogar. Ist das nicht nett? Schrecken der Nacht. Gott. Spieler beginnen mit 10 Mana-Kristallen. Erstmal, was kann ich dazu sagen? Er profitiert davon nicht. Weil ich hier auch mit 10 Mana-Kristallen starte. Somit hat dieser Gegner nicht mal einen Effekt. Ich weiß nicht, was hier dran schwer sein soll. Jetzt mal ehrlich. Der Drache ist los. Scheucht ihn in die Menagerie zurück. Schrecken der Nacht, eher Witz der Nacht. Ohne Witz, das ist wirklich super easy. Es ist wirklich ein Boss, den ich damals auf Heroic sogar schon mit ganz wenig Karten schaffen konnte, weil er echt geschenkt ist. Aber ich zeig's euch jetzt. Du spielst nur Late-Game-Karten, weil du direkt, ja, alles spielen kannst, ne, mit 10 Mana, ist klar. Oh, direkt Alexstrasza können wir legen, Kel'Thuzad, wir können aber auch die Hand ein bisschen billiger machen mit Emperor. Hm. Irgendwie fällt mir Alexstrasza Turn 1. Just saying. Ja, und ich glaube, der hat nicht mal richtig starke Karten gehabt. Oh ne, nevermind. Wir spielen auf jeden Fall Sneeds. Ja, 5-5. Toll. 7 Mana von 5. Können wir easy wegtrainen. Gar kein Problem. Können sogar Alexstrasza spielen. Hat schon nur 15 Leben. Ah, Battlecry, deal 15 Damage. Easy. Kurator, wir müssen Medivh retten. Die Kreaturen müssen gerettet werden. Erst danach könnt ihr fortfahren. Okay, Mann, Mr. Destructoid. Diese Roboterstimme, ey. Nein! Er hat Alexstrasza entführt. Liebe Freunde, ihr wisst, was das bedeutet, ne? Kill fucking Thuzad. Weil mit dem bekommen wir jetzt erneut wieder. Alter, so easy. Ah, ihr wisst nicht, was euch erwartet. Goldener Elitar, Big Champ. Ja, wir könnten leider keine Karte spielen. Ja, gib mir den Kel'Thuzad wieder. Ja, ist der dumm. Jetzt gibt er mir die Möglichkeit, wieder Kel'Thuzad einfach zu spielen und dann wieder zu trainen und dann wieder irgendwie wieder zu leben. Und das werde ich jetzt auch direkt wieder machen, glaube ich, oder? Wollen wir Emperor spielen? Minions auf Hand billiger machen? Ja, doch. Ihr wisst nicht, was euch erwartet. Ja, komm. Aber den in der Pfanne. Ah ne, ich hab Liefel. Ah, ich hab Liefel gemisst, bin selber ein Dummbatz. Ich jetzt so hier mit meinen Kombos beschäftigt war. Aber es ist so scheißegal, man. Guck dir das an, wie easy es ist! Gar keine Herausforderung. Reno, leg sofort das Tafelsilber. Lol, was macht Reno Jackson jetzt hier? Ja, Chorhound, geil. 7 Mana, neue 5. Hammer! Ist ja wirklich der Hammer, also. Ohne Witz. Wir gucken, was hier drin ist im Shredder. Ritter Lord der brennenden Legion. Alter, seriously, hier. Kriegst den Atiesh-Stab in dein Face. Bam. Ganz ehrlich, Freunde, lass dich Zerstörung rein, weiß nicht. Aber du hättest schon eine Runde vorher zerstören können. Ja, aber das war voll funny. Voll funny. Haha, voll funny. 12, by the way. Nee, ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass ich ab diesem Zeitpunkt noch verlieren konnte. Naja, Schrecken der Nacht, gleiches Resultat. Erinnert sich nicht mal was. Oder? Ich weiß nicht, was hier jetzt anders war. Das ist so einfach, dieser Boss, Alter. Ich muss gar nichts können. So geschenkt. Wie auf ein Silbertablett einfach. Einfach nehmen und genießen. Tyrande! Oh, der Witz. Den Schrecken der Nacht. Also, die Bosse sind ja. Naja, zumindest 95% alle richtig Herausforderungen. Aber das hier ist wirklich der größte Witz aller Zeiten. Das ist nicht mal ansatzweise eine Herausforderung. Ich weiß auch nicht.
Können den spielen, wenn man ein ziemlich schwaches Minion für den Anfang, ne? Mind Control ist eine gute Swing-Karte. Ensort könnte ich auch bei. Dann komme ich beides mal so. Bisschen greedy. Mit der Ensort und mit dem Mind Control. Setzt er voraus, dass er jetzt irgendwas gut spielt. Wusste einfach, das ist nicht Ziel. Du. Oh, jetzt also Chromagus. Wisst ihr was? Mine now. Mine now. Oh mein Gott. Value guessing für ihn. Guckt ihr das an. Schaut euch das an. Yo, gönn dir, Bruder. Komplette Hand, was? Jo. Ich zieh Chromagus selber. Ja, komm. Meiner. Ja, was hast du jetzt? Er hat dich soeben verlassen. Er mag dich nicht mehr. Nightbane. Was hast du ihm denn getan, dass er dich nicht mehr mag? Oh, Savannah Highmane. Ja, die hätte ich eigentlich lieber geklaut wegen Ensort. Oh, Windsort. Ich habe hier solche Angst. Lol, was macht der da? Alter, oh, der Lull. Jetzt hat er den im Windzorn geben können. Oh mein Gott, wie schlecht er ist. Ist noch kein Minion vor uns gestorben, deswegen lasse ich das mit den Dudes. Immer zwei davon, was ziemlich geil ist. Spiel den aus für weitere Ensort Value. Wenn den da rein. Könnte hier auch noch ein Chromagus ausspielen, ist glaube ich zu viel des Guten. Heile ich den lieber. Ne, ich heile Chromagus lieber. Ich will eigentlich, dass er stirbt. Ah, ungeheuer Busfahrt. Wow. Du hast gerade ein 5-Mana 3-2 gespielt. Just saying. Oh, me still go face. Dann trade er nicht mal. Value train oder so. Ach, weiß ich, was das ist, denkt er sich. Ja, Obsidian-Statue. GG, I was the Obsidian-Statue. Ja. Was willst du jetzt noch machen, hm? Was willst du jetzt machen? Ja, schön, dass du Windzorn hast. Soll ich dir sagen, was ich hab? Das hier. Scheiße, ich hab leider keine 2 Mechs. Das wäre jetzt witzig. 3 Mechs braucht man sogar. Oh mein Gott. Naja. Whatever. Was passiert, wenn er stirbt? Ach, da kommt noch so einer. Ja, nee, dann machen wir die erst weg. Bam, bam. Face machen wir zum Schluss. Also so, ja gut, wir haben jetzt eigentlich schon die Kontrolle, aber ja, ich meine ja nur. Können sogar die jetzt spielen. Gibt uns 2 Sneaks, Old Shredder, verbessere Ensort um einiges. Ja, easy game, Freunde. Das ist so, oh mein Gott, das ist so ein einfacher Boss. Du brauchst gar keinen Skill, um den zu besiegen. Das werdet ihr bereuen. Naja, rühre ruhig rum. Oh, auch geil, aber wir machen das hier. Vier, sechs. Ah, einer muss sterben. Komm. Ich will den nicht mehr haben. Ich will noch einen Sneeds haben, deswegen. Oh nein, jetzt der, aber Revive von. Naja, jetzt ist er in Gold. Ja. Das war 50-50 Chance. Ich habe natürlich wieder mal kein Glück gehabt. Wie immer. Ich glaube, ich gehe jetzt Face. Na, wobei. Gucken wir erstmal, was hier drin ist. Aufgepasst. Und den Boostart werde ich einfach ignorieren. Eiskalt. Der interessiert mich nicht. Soll auch Karten ziehen. Soll er sich doch selbst millen. Ach, das ist natürlich eine Karte, die jetzt schon ein bisschen nervig ist. Ist in Ordnung. PogChamp! Mein now! Oder auch nicht. Ich bin bereit zu lernen. Ich hätte erst wegtrainen sollen. Oh mein Gott. Was für dumme Fails, Mann. Das tut mir so leid. Aber wisst ihr was? Das spielt keine Rolle, weil wir eh gewinnen. Ich hätte den Rack gerne gehabt, Mann. Wäre schon ewig gewesen. Ja, zieh noch mehr Karten. Ja, genau. Face? Nee. Chromagus. Das war mal dein Chromagus. Just saying. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Ja, Freunde, ich denke, das ist schwer gegessen, ne? Tonräuber! Boah, wir haben den sowas von zerstört. Der Unterricht beginnt. Willst ein bisschen trollen hier?
Ja, ein Leopardarm. Ach ja, das ist auch eine schöne Karte eigentlich hier. Nur sehr slow. 9 Mana, Mann. Ich frage mich, ob es gute Decks mit dem gibt. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe die mal in Gold gezogen. Ich habe die nicht gecraft oder so. Die meisten goldenen Karten habe ich gecraft, aber den nicht. Aber das Lustige war, das war Heroic. Es war nicht ein bisschen schwieriger als das normale. Ich verstehe es nicht, aber gut. Gut, nachdem der erste Boss geschenkt war, ist, glaube ich, der letzte Boss in der Manegerie ein bisschen schwieriger. Äußerst gefährliches Exponat. Nur mit Vorsicht nähern. Genau, Theresian Siechhuf. Sehr interessante passive Hero Power. Dunkler Pakt. Nur widerliche Wichtel können Siechhuf Schaden zufügen. Widerliche Wichtel? Hö, diese Karten, die gibt es doch gar nicht. Tja, die hat er aber. Das werden wir gleich sehen, was sie machen. Siechhuf lässt die Dämonen frei. Haltet ihn auf. Alles klar. Dafür spielen wir mal wieder Maki. Endlich mal wieder Warrior. Warrior kommt so selten vor in den Adventures. Naja, kommt öfter vor als Hunter. Hunter hatten wir, glaube ich, noch nie. Hunter einfach scheiße ist für diese Bosse. Aber gut. Ihr seht schon, so ähnlich wie der Murloc-Boss. Einfach die ganze Zeit Board-Clear-Spam. Dann passt das. Siechhuf. Ihr kommt genau richtig. Okay, Schätzelein. Ja, ich behalte es mal einfach, weil es letzten Endes egal, was man hier am Anfang hat. Hauptsache man hat am Anfang nicht die Late-Game-Karten. Ja, damit kann man noch leben, oder? Hier haben wir es. Widerlicher Wichtel. Death Rattle. Beschwört diesen Diener erneut, Siechhufs Leben wird um 2 verringert. So kann man ihn besiegen. Wir warten aber noch damit. Soll hier ruhig das Board ein bisschen flammen mit Minions. Dann kommen wir hier mehr Value raus aus den ganzen Karten. Ich überlege sogar hier das Schaf zu spielen. Ich denke, wir warten noch eine Runde. Ich denke schon. Können auch Protect the Kings spielen. Nee, denke das Schaf. Das ist ja Rattenschaf, ey. Cleart alles. Warum ruft ihr mich? Warum Traitor den nicht rein? Und legt dann erst das Minion. Muss ich nicht verstehen, oder? Nee. Nicht wirklich. Hauen den da rein, der überlebt mit 1. Können dann aber Acolyte of Pain plus Whirlwind spielen oder Acolyte of Pain plus Enzod. Denke, Acolyte of Pain, Enzod wäre besser. Mäh. Ja, und die respawnen immer genauso was. Ist in Ordnung, man. Nein! Ah, ich war zu greedy. Ich hätte vielleicht eben schon legen sollen. Hätten wir 2 Karten bekommen. Dank des Schafes. Ja, kein Problem. Die können wir ja immer clearen hier mit Whirlwinds. Cleave, auch die sind. Können auch den jetzt hier reinhauen. Das werde ich sogar tun. Goodbye. Kommen wir mal wieder. Was wiederum bedeutet, dass wir jetzt. Nee, Protect the Kings, damit warte ich mal noch ein bisschen. Er ist eh gleich tot. Just saying. Ja. Wie viel Schaden kriegt der immer? 2. Kann ich mir nehmen. Ich glaube, ich mach doch Protect the Kings. Will jetzt hier nicht so greedy sein. Meine Tierchen. Das Ritual. Die Schachfiguren, ey. Geschlossen werden. Bauern waren aber einen Sieg besser hier, ein 1-6. Was ist denn Killreck nochmal? Wolka S. Was ist das? Ich weiß gar nicht mehr, wer Killreck war. Ist diese Frage irrelevant. Beschwörungen sind verboten. Ja, schön. Ja, er macht's ja trotzdem. Naja, 4x2-6 Taunt. Das ist jetzt nicht so besonders, ganz ehrlich. Nicht so doll. Nein! Interessiert mich zwar nicht, aber nein! Rotface! Woodface, Rotface. Joa. Let's go! Wieder 2 Damage. Wenn Cleave jetzt die richtigen trifft, komm schon, Cleave! Ich vertraue dir! Yes! Gotcha! The Freak is down!
Aber der ist im Heroic wirklich um einiges schwieriger als hier. Hier ist er jetzt auch easy gewesen, aber Heroic, Freunde. Heroic. Da wird's jetzt hart. Aber nur die Harten kommen in den Garten. Hä? Ich will nicht wieder Naxxramas. Hallo. Curse of Naxxramas, ohne Witz. Frage mich, ob ich hier Amor-Smiths reinpacken sollte. Denke schon. Aber wir probieren es jetzt erstmal ohne. Ohne Amor-Smith. Nicht unbedingt die schlauste Entscheidung, glaube ich. Aber probieren kann man es immer. Cleave ist besonders im Heroic-Modus gut, weil die dann zwei Leben haben. Und normaler Whirlwind genau eben halt nicht reicht. Das ist schön, das können wir direkt spielen. Cool, ist auch nice. Kann man so behalten, ne? Kann man so behalten. Hauptsache wir ziehen Abomination. Das ist die beste Karte gegen diesen Gegner. Das Ritual beginnt jetzt. Ja. Schleimi. Schleim. Ist ja eklig, ey, dieser Schleim. Ist ja eklig. Tentakel vor Ensort, viel Spaß damit. Komm, ein paar. Oh, nee, nicht der. Der ist natürlich gut gegen Whirlwind. Shit. Shit, 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 shit. Lass die Schmerzen. Ja, gut. Sprechen. Auf den habe ich jetzt überhaupt keine Lust, um ehrlich zu sein. Warte hiermit noch. Ich glaube, der geht eh immer face, der Illhuf. Ja, nee, diesmal nicht. Scorch Alert Garrosh. Auch saugeil gegen den Gegner. Vor allem bekommen wir dann Whirlwind als Hero Power. Einfach nur insane ist gegen diesen Gegner. Ja, komm. Gönn dir! Hol dir einige Dämonen. I don't care. Yeah. Nächste Runde, Freunde. Nächste Runde. Bedeutet, wir könnten den clearen. Den Whirlwind. Können aber auch jetzt en passant spielen. Aber dann müssen wir natürlich erst hier clearen. Wobei, dann ist der Value nicht mehr so großartig, ne? Ja, ich denke, wir spielen jetzt en passant. En passant. Ja. Jetzt oder nie. En passant. Face können wir nicht gehen, er ist immun. Er läuft. Er hat auch keinen Platz mehr. Na gut, wenn er so tradet, schon. Ja gut. Gut, ja gut, ja gut. Er hat seinen ersten Damage gefressen. Nochmal en passant. Warum eigentlich nicht? Ganz ehrlich, warum eigentlich nicht? Mir gefällt es. Hat auch keinen Board Clear, ne? Ja, nur sowas. Ist aber in Ordnung. Ugh. Die armen Bauern. Die haben auch gefühlt. Schachmatt, würde ich sagen. Gott, jetzt kommen die alle. Ja, jetzt wird es wirklich Zeit, dass wir hier gewisse Sachen machen. Ne, den spielen. Zum Beispiel. Könnte ne mal Schaf, Whirlwind. Was wäre das Play? Zack. Den da rein. Schaf. Dann 3 Damage. Whirlwind. Dann 3 Mana. Können sogar der Acrolyte noch spielen. Können sogar Acrolyte noch spielen. Acrolyte, Schaf, Whirlwind. Können aber auch, den spielen. Dann haben wir noch einen 3-3er auf dem Feld. Ich meine, mit der Acrolyte haben wir sowieso noch genug Kombos, glaube ich. Ja, mir gefällt das Play irgendwie besser. 3-3 auf dem Board zu haben ist besser als nur den Acrolyte of Pain. Ja, machen wir das so. Meh. Ja, das hat ordentlich reingehauen. Ich komme aus der Nähe. Ja, die spawnen natürlich jetzt alles, klar.
Können die nochmal alle clearen? Den wir jetzt die beiden spielen. Ja, machen wir. Aber Order. Erst den, dann den. Goodbye, my lords. Ja, da sind's wieder alle. Sehr schön. Ganz schön face gehen. Guck mal, was hat er für eine Karte gehabt? Overwhelming. Ja, Monstrosität ist jetzt super geil. Schützt uns auch diese Runde. Zerstört alles und wir können dann Scourge Lord Garrosh spielen. Super geil. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das bringt jetzt nichts, weil der sterben würde, wenn der explodiert. Insofern machen wir jetzt einfach nur Armor ab. Ja, jetzt kommt Kill weg. Oh. Ich glaube, der ist jetzt stärker. Würde Sinn ergeben. Würde Sinn ergeben, wenn der Heroic Moves ein bisschen stärker ist. Hallo, Killreck. Hä? Ist abgestürzt, Freunde. Nö, hat so lange geladen. What the fuck? Er hat 4-8, jetzt ist er wirklich decent. Das heißt, decent ist broken eigentlich. Oh yeah. Bam! Get wrecked, son. Das Problem ist, ich werde gleich auch gewreckt. Gut, Jess, Mann. Ugh. Oh, okay, noch kein Scourge Lord Garrosh. War das so? Er schützt uns nicht, man braucht Armor Smith nicht unbedingt. Ganz ehrlich, braucht's nicht. Hätte ich meinen eigenen Acolyte, weil ich den Cartro haben möchte. Ja, läuft. Ugh, fügt allen nicht-dämonischen 3 Damage zu. Not cool. Not cool at all. Eieiei, Monka ist. Wird doch noch ganz schön knapp. Rotface, wo bist du? Rotface! Rotti! Na gut, dann mach ich's mit Garrosh. Los geht's. Ja, wir haben nicht. Ah, nee, haben wir doch noch nicht. Ah, doch, haben wir. Liefel. Easy. Easy. Ja, dann brauchst du auch einfach. Freunde, was ist los mit Karazhan? Manegerie ist ja richtig geschenkt. Ganz im Ernst. Ist doch nicht schwer, oder? Saugeil. Dann haben wir nur noch die Turmspitze. Aber da sind wirklich wieder starke Gegner. Nicht abschalten. Jetzt wird's wieder schwierig. Vor allen Dingen der Final Fight. Aber nächste Runde. Nächste Runde soll ich schon. Nächstes warten wir mal eh nur die beiden und dann mache ich wieder einen extra Part nur für den Final Boss, weil der wird richtig Zeit fressen, das sage ich euch. Wird auch richtig schwer. Kann sein, dass wir da über eine Stunde dranhängen. Aber sehen wir mal. Ja gut, Freunde, so was für diesen Part, sind wir wieder ruckzuck durchgekommen. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr es wieder favorisieren. Sonst sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao und danke fürs Ansehen. Macht's gut und haut rein.